Hallöchen ihr, denn alle vier und willkommen zurück bei Last Epoch, wo es weitergeht, hier erstmal ganz entspannt mit einer Runde, ja, Patch Notes Talking, ich nenne es einfach mal so, denn seit Freitag ist ein neuer Beta-Stand draußen, ja, nämlich 0.7.3 und er bringt einige Neuerungen in sich, unter anderem auch wurde das Respec-System überarbeitet. Das heißt, deine Skills und deine passiven Geschichten kannst du jetzt besser verwalten. Bei den Skills ist es so, dass du jetzt deine Skill-Level um jeweils einen Punkt reduzieren kannst. Das war ja vorher so gewesen, warst auf Level 20, hast irgendwie einen Punkt falsch gesetzt, Kacke oder meinetwegen 3 Punkte und wenn du dann halt wie gesagt diese 3 Punkte anders verteilen wolltest, musstest du komplett bei Level 1 mit dem Skill anfangen. Ja. Jetzt ist es so, dass du spezielle Punkte rausnehmen kannst, die dir nicht gefallen haben und somit wird dann halt dieser Skill, was du dich zum Beispiel Shield Throw hast auf Stufe 20, dir gefällt nicht, wie du 3 Punkte investiert hast, nimmst du diese 3 Punkte raus. Ja, das heißt, das Skill fällt dann auf Stufe 17 und du kannst das Ganze dann ab Level 17 quasi wieder neu hochskillen. Dabei muss man natürlich beachten, dass hier einige dieser Nodes, dieser Verzweigungen, ja dafür sorgen, dass weitere Geschichten freigeschaltet werden. Ne? Das heißt, um irgendwie beim Shield Throw, was weiß ich, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, ja, wenn du die hast, brauchst du ja vorher erst nochmal so einen anderen bestimmten Punktewert in einem darunterliegenden Skill. Darauf gilt es auch zu achten, dass man diese spezielle Anzahl an Punkten hat, um diese weitere Node freizuschalten. Genau. Allerdings, wenn du jetzt hingehst und willst einen kompletten Skill neu austauschen gegen einen anderen, dann musst du natürlich wieder bei Null anfangen. Das wird nicht übernommen, sondern nur, wie gesagt, diese verteilten Punkte von einem Skill selber. Bei den passiven Geschichten ist es ähnlich. Ja? Hier steht, you can now respec any passive point if the following requirements are met. Ja, das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie immer, es war ja bis jetzt so, dass du einen oder 5 oder 20 Punkte, also die letzten Punkte, die du in ein Tree investiert hast, zurücksetzen musstest, sondern du kannst jetzt sagen, okay, ich würde gerne hier das rausnehmen, es gefällt mir nicht, das rausnehmen an passiven Punkten und würde gerne was anderes dafür irgendwie reinsetzen. Ja, auch hier mit diesen Notes, ist ähnlich wie oben bei den Skills, gilt es natürlich auch zu beachten, ja, dass du jetzt nicht einfach irgendwie die höherstufigen Geschichten direkt nehmen kannst, das funktioniert nicht, sondern du brauchst erst, wie gesagt, diese unteren Verzweigungen, um das nehmen zu können. Genau, die Goldkosten für diese passiven Geschichten haben es auch, glaube ich, reduziert. Also es ist jetzt so, dass es nicht immer mehr und mehr und mehr und mehr wird, ja, mit jedem Respec. Ja, das heißt, was ich, wenn du irgendwie am Anfang für 20 Punkte 5.000 Gold gezahlt hast und dann beim nächsten Mal waren es 10.000 für 20 Punkte und dann ja, stackte das ja weiter fröhlich hoch, sodass du enorm viel Gold zahlen musstest, wenn du halt mehrfach respecken möchtest. Das haben sie auch reduziert. Genau, dass es halt sich nicht mehr erhöht, sondern es ist, glaube ich, hoffentlich ein fester Preis, ich weiß noch nicht. Genau, und natürlich kann man diese Respec-Geschichten immer noch bei diesem Chronomancer, ja, bei diesem speziellen Menschen, muss man das vornehmen. Genau, dann haben sie noch geschrieben, it is now possible for us to grant free Respecs when a skill specialization tree or set of passive ist changed in an Update. Das heißt, immer wenn es ein Update rauskommt, das irgendwie die Skill- oder passiven Punkte-Geschichten beeinflusst, kommt es zum Wipe. Das heißt, alle verteilten Punkte sind neu zu verteilen.
So, bin ich mal gespannt. Characters brought forward from previous updates will have the correct number of passive and skill points, but they will be unallocated. Das heißt, ich muss es auf jeden Fall gleich neu setzen. Gut, bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. So, Buffs and Debuffs. Das ist jetzt auch neu, dass überhalb deiner Aktionsleiste jetzt einzelne Buffs und Debuffs erscheinen. Ja, die jetzt anzeigen, wie lange es dauert, ob sie zu stacken sind, wie hoch die Stacks gerade sind und und. Also es gilt für Buffs und Debuffs. Genau. Dann, je nachdem, wenn man über so einen Effekt mit der Maus drüber geht, dann wird einem angezeigt, detailliert, wie die Effekte von diesem Buff aussehen. Genau. Auch ist wichtig zu sagen, dass nicht alle Effekte angezeigt werden im Moment, ist ja immer noch eine Beta, aber die the most common ones do's. Genau. Uns wird natürlich weiter dran gearbeitet. So, also Buffs und Debuffs werden auch angezeigt. Sehr geil. Dann freue ich mich auch drauf, die Kampagne geht endlich weiter. Ja, implemented the sixth chapter of story content, including new zones, monsters and quests. Sehr geil. Story geht weiter. Richtig. Dann haben sie irgendwie noch die Bosskämpfe gegen Admiral Horton und Spymaster Zarek, das war der letzte, den ich umgehauen habe, irgendwie auch erneuert, neu aufgesetzt, neue Models von denen irgendwie überarbeitet, Animationen, Skills, Sounds, Voice Acting, alles mit drin, alles neu. Sehr cool. Das heißt, nicht nur mein Charakter ist am Stöhnen, sondern ich vermute mal auch die ganzen Bosse und anderen Viecher sind jetzt ebenfalls am Grunzen und da bin ich gespannt. Genau. Dann wurden noch einzelne Encounter in ja irgendwie neuere Zonen verlegt und es wurden generell die Zonen irgendwie auch noch überarbeitet. Und was ist hier? Added a new side quest to the Majazan Desert. Okay, da muss ich gucken, ob ich die noch machen kann jetzt im Nachhinein. Denn ich habe ja vor dem versehentlichen Löschen vom alten Nalef mit dem neuen Nalef, ja alle Quests auch bis zu dem aktuellen Patch-Stand, also Patch 0.7.2 gemacht. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt diese neue Sidequest in der Majazan-Wüste auch noch machen kann. Muss ich mal gucken. Genau. Added the Wrathcaller and the Wrathdunes. Okay, this is an imperial construct that can be destroyed to stop the Wraith from spawning. Also irgend so ein Spawn-Ding. Ähnlich wie diese Türme, diese Skelett-Türme, die es ja auch gibt, die auch irgendwelche Skelette hier spawnen lassen. Okay. Gut. Updated Chain Models in Zones close to the Temple of Itera. Chain Model, was soll man das? Ich habe keine Ahnung. Dann Sheltered Wood is now accessed from Council Chambers. Okay, also neuen Zugang hat er bekommen. Gut, dann gibt es im sozialen Bereich, was die Community angeht, auch noch Neuerungen. Ein Social Panel, wo man opened with age, social and F were taken. Es ist hier. Hä? Sind es die Tastenbelegungen? Kann das sein? Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Das heißt, ich kann jetzt mit anderen Spielern flüstern, unter anderem. Sehr geil. Und habe noch verschiedene Befehle, die ich irgendwie eingeben kann, wie slash tell, slash msg, slash we add, slash dm, wie auch immer. Username of Space have been converted to user, wie auch immer. Okay, you can now set a status, which will be visible for people looking at their friends. It's okay. Ich vermute mal AFK, D&D und so die Sachen. Gut. You're now required log in to the game using your email. Okay, which avoids that you use to log in previous username being very public. Okay. You can choose to hide what you enter into the email field.
first world field was by default. Okay, gut. Also, paar Sozialgeschichte. Okay, Skills gibt es auch wieder tonnenweise neue für die unterschiedlichen Klassen. Und natürlich haben auch einige Skills endlich einen Skilltree bekommen. Unter anderem, was für mich halt wichtig ist, hier der Ring of Shields. Da freue ich mich sehr drauf. Aber auch Forge Strike hat was Neues bekommen. Frenzy Totem, Soul Feast, der Spriggan Form, Summon Scorpion, Summon Skeleton, Summon Skeleton Mage, Tempest Strike und jede Menge andere Sachen. Genau. Einzelne Dinge wurden auch überarbeitet. Also diese ganzen Beschwörer hier und Druiden und was es da alles so gibt, die werden sich, denke ich, sicherlich drüber freuen. Ne? Also hier kann man mal gucken, in aller Ruhe, was genau hier Sache ist. Genau, einige haben erhöhte Mana-Kosten oder reduzierte Mana-Kosten bekommen. Okay, Stats from your equipped shield now apply to the shields summoned by Ring of Shields. Okay, das ist cool. Das ist auch noch mit beeinflusst. Okay, schön. Shield Rush's Movement Speed now scales with increased Movement Speed. Okay, ist aber auch schnell unterwegs. Okay. Ja, schön. Okay, passive Geschichten. Gab es auch noch viele Sachen für den Akolyten, für den Beastmaster, für den Magier, den Necro gab es sehr, sehr viel. The Sentinels Retribution Counterattack now has a 0,2 Second Cooldown. Okay. Und dann der Zauberer hat auch viele, viele neue Sachen. Schamane und Spell. Okay, also meisten haben die Necros und die Zauberer bekommen. Kann man sich ja mal in Ruhe durchlesen. Genau. Mechanics. Okay. An der Mechanik auch was geändert. Base now, Mana now is 50 at Level 1. Reduziert von 100. Oh Gott, das heißt, ich habe jetzt auch weniger Mana. But characters now gain ein halbes Mana pro Level. Scan to 100 at Level 1. Ah, okay. Level 100 ist das Max-Level. Gut zu wissen. Habe ich vermutet, aber jetzt auch endlich mal bestätigt bekommen. Oh Gott, das heißt, ich habe auch weniger Mana. Boah, da bin ich immer gespannt, hey. Okay, was noch? Hardcore-Charaktere werden zu Softcore-Charaktere, nachdem sie gestorben sind. Das ist okay, finde ich gut. They lose the Hardcore-Tag when they die. Okay. Aber kannst du noch weiterspielen? If the progress no longer affects the Hardcore Ladder if after they die. Okay. They have access to the Softcore Stash instead of the Hardcore Stash after they die. Okay, das heißt, Hardcore und Softcore werden von der Truhe getrennt. Okay. Adjusted the bonuses that Magic Rarity Enemies get. Okay. Momentan 80% mehr Leben haben die, 35% mehr Schaden und 20% more Item Drop. Und vorher war es 120 Leben, also reduziert vom Leben her. Allerdings 5% mehr Schaden und 5% mehr Item Drop Chance. Dafür aber 40% weniger Leben, das ist einiges. Und 5% mehr Schaden. Wird sich zeigen, ob das wirklich jetzt so viel ausmacht. Ne? Weil weniger Leben ist, schnell umfallen. Okay, Protections on enemies now scale to maintain the same mitigation presence. When the health is a scale from where to. Okay, most enemies don't have protect. Okay, gut. Das heißt, die haben jetzt auch diese Widerstände, wie ich. Das habe ich nicht. Egal. Masochist and Solo Challenge can now be disabled for a character in the Settings Window. They cannot be re-enabled once turned off. Okay, das heißt, wenn du Masochisten spielst, das ist wirklich so hier der Modus, wo dein Charakter viel weniger Schaden macht und viel mehr Schaden frisst von den Gegnern, weil die einfach mehr Schadens machen. Okay, sobald du das einmal ausgeschaltet hast, kannst du es nicht mehr anschalten. Okay, gut. Interessiert mich jetzt nicht. AI Range Calculations now take the size of their targets into account. This should prevent minions running into large enemies rather than attacking them. And
similar issues. Okay, das heißt, die Pets sollen anscheinend jetzt nicht mehr so viel pullen, aus Versehen. Gut, Items. Es gibt 4 neue Unics. Den Cinder Song, ein Zauberstab. Hollow Finger, ein Ring. Mordiat's Reach, ein Polearm. Okay, also so eine Kleve, glaube ich, so ein Zweierding. Und Orion's Eye, ein Amulett, okay. Dann Bone Harvester, hat also neue Intelligenz, das Unique-Teil. Okay, dann ein neues Suffix gibt es für Zweihandwaffen. That adds to all your attributes. Also auf alle Attribute gibt es Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, Attunement und Vitality. That adds to all your attributes. Kriegt das, ist es auf alle Attribute oder ist es halt plus 2 Stärke, plus 2? Beziehungsweise ist es Stärke, Dexterity, Intelligenz, Attunement und Vitality. Kann ich das jetzt auf Zweihandwaffen auch drauf machen? Okay. Vermute ich mal, so heißt es. Added a chance to shock attackers, the suffix that appears on shields and relics. Okay. Chance, Angriffe zu schocken. Dann ein flat damage reflected to attackers prefix that appears on body armor and shields. A flat damage. Was ist denn flat damage? Ist es so ein wie Dornen? Ist es so? Dass es auf den Gegner zurückgeschmissen wird? Okay, added a percent damage reflected prefix that appears on body armor and shields. Also so ein Dorngeschichten, okay. The amount of damage reflected is calculated after your damage mitigations are applied. The damage reflected cannot be mitigated by enemies. Okay. Dann gibt es noch eine Critical Strike Avoidance Suffix für Handschuhe, Helme, Stiefel, Ringe und Gürtel. Okay, das heißt, dass ich hier einem Crit widerstehen kann. Okay, if you have 20% Critical Strike Avoidance means crits against you have a 20% chance to be downgraded to regular hits. You can get 100 crit avoidance from 3 well-rolled T5 crit avoidance suffixes. Das heißt, bin ich dann unkritbar? Oder wird einfach das, oder ist es nur halb? Das weiß ich, aber wirklich unkritbar zu sein ist auch eine geile Sache, ne? Oder generell weniger Crits zu fressen. Cool. Okay. Schön. Klingt gut. Added Mana Suffix. Increase the waste at higher tiers. The values at higher tiers. Also hast mehr Mana, ne? Je höher das geht. Um mal diesen Mana-Ausgleich, denke ich, auch mal wieder. Diesen Mana-Drop, den man jetzt generell hat. Ne? Hier oben bei den Mechaniken. Um das irgendwie wieder auszugleichen. Okay. Kann man jetzt auch auf Handschuhe und Helme draufballern. Und die Drop Rate wurde erhöht. Aufgrund dieses neuen Mana-Systems. Okay. Dann Buffed Freeze Change Affixes. Okay. Das heißt, diese Chance, den Gegner zu gefrieren, wurde erhöht. Values are about 60% higher at Tier 5. Okay, das ist ordentlich. Increase the values of the Freeze Chance and Cold Protection Affix. Values are 100% higher at the Tier 5. Das ist gut. Cold Protection Values are not changed. Okay. Dann kann man das Ganze auch noch auf Handschuhe draufballern. Okay. The Increased Health and Increased Armor and Protection Suffixes can no longer roll on gloves. Okay, schade. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich das auf meinen Handschuhen drauf gehabt? Da muss ich mal gucken. Schade, weil Increased Armor and Protection ist ein mächtiges Suffix. Okay, reduce the gold drop by each stack of gold by about 30%. Also es gibt weniger Gold auch noch. Aber warum fällt das unter Items? Reduce the gold drop by each stack of gold by about 30%. Ich weiß nicht, egal. Adjusted Item Cost Formula.
The new form, also diese neue Formel, takes effort years and base to deliver into account, so late game members will cost more. Ah, okay. Different item types also cost different amounts of gold. For example, rings and amulets are more expensive than other items. Das heißt, je nachdem, was für einen Qualitätsstufe das Level hat, egal ob es weiß, kostet weniger als blau und blau kostet weniger als gelbe Items, also deutlich erhöht. Okay, bin ich mal gespannt, auch was diese Runen, die man kaufen kann, ob die jetzt auch mehr kosten. Okay, wird sich zeigen. Dann, das UI haben sie auch irgendwie neu überarbeitet. Boah, also gab's viel. Portal now appears on the Minimap. Das ist, ja, endlich. Habe ich es nicht gesagt, dass es geil wäre? Appears on the Minimap. Schön. Das ist Anzeigen. Wunderbar. Ein Träumchen. Added the Defense Stats tab to the Character Sheet. Okay. More stats are now shown in the Character Sheet. Sehr schön. Critical Strike Avoidance. Okay. Health gained on hit. Melee hit on kill on Block, okay. Damage Leech as Health. Wird auch angezeigt, sehr gut. Ein Traum. Genauso geht's für Spell Damage. Okay. Damage dealt to Attackers. Person Damage Reflected. Maximum Companions. Increasing Companion Refers. Bla bla bla. Sehr schön, okay. Und Improved the Appearance of the FPS Display. Okay. The Color and the Display is now changed by pressing Shift. Plus 11. Okay. Sound. Haben sie auch einiges reingebricht. Reingebricht vor allem. Reingebricht. Ich bricht dich rein. Reingebracht. Okay. Musik im Title Screen. Okay. Added new music trailer for Side Zones in Chapter 2. Schön. Every category of item. Wie Bladed Weapon, Blunt Weapon, Armor, Jewelry, Crafting Material, bla bla. Hat jetzt seinen eigenen Geräuschset, wenn sie von Gegnern fallen gelassen werden. Das heißt, man macht es pling, plong, plong, wenn ein Gegner irgendwas fallen lässt. Okay. Gut. Mehr Sounds für Melee Weapons. Added a new sound for allocating passive and skill points. Okay. Das heißt, man macht es pling und ploing und plung, wenn man irgendwie was hier in seine Skills und Passiven reinsetzt. Schön. Neue Sounds, wenn man einen Trank trinkt. Okay, ein neuer Crafting Sound Effects. Ein neuer Primalist Swipe Sound, okay. Okay, add a new sound for summoning Wrath. Wie auch immer, bla bla bla. Turn down combat dialogue lines slightly, okay. Turn down Void Enemy Death Sounds Effects, okay. Was auch von der Lautstärke einiges gefixt. Gut, Performance. Gibt es auch noch viele neue Sachen. Okay. Improve the performance of breakable objects. Ganz wichtig. Gut. Alles klärchen. Und visuelle Effekte gibt es auch noch rein. Tweak down portal visuals. Okay, Elric hat jetzt seinen eigenen Portaleffekt. Das ist super wichtig. Okay, also Shield Throw, Hammer Throw, Axe Throw, Dark Blade and Void Fused Enemies now use updated weapon models. Ach cool, da bin ich immer gespannt, wie es aussieht. Schön. Okay, the player lights can no longer cast shadows. Mein Lichtradius konnte, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie auch immer. Okay, und noch diverse Bugfixes. Okay, wunderbar. Also es klingt doch wirklich sehr, 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 sehr super. Und ich würde sagen, ich springe auch jetzt direkt mal ins Spiel und schaue mir das mal aus der Nähe an. Also okay, und da sieht man schon, das ist neu hier, der Login-Screen. Sehr cool. Beta, Version 0.7.3. Willkommen, Nalef. Willkommen, lieber Ladescreen. Lieber Intro-Screen, Titel-Screen, wie auch immer. Guck mal, hinten wird es hell und dunkel. Pass auf, Achtung, und hell und langsam.
cool. Also ein veränderter Tag-Nacht-Rhythmus. Es wird alle 5 Sekunden Tag und dann wieder dunkel. Okay, gut. Also hier noch irgendwelche Informationen. Settings Game ist schön gemacht, auf jeden Fall. Wir sagen, klicken auf Play. Genau, das kennt man ja, wo man seine Klasse auswählen kann. Alles wie gehabt. Also da mal rein ins Spiel. Okay, das ist noch drin geblieben, ja, dass es am Anfang so leicht am Ruckeln ist und das Inventar aufgemacht wird. Gut, dann würde ich erstmal sagen, hier lief Chat, ich will mit keinem reden, ich will alleine sein, für mich, leckt mich doch alle. Nein. Ja, was es auch noch zu sagen gilt, ganz, ganz wichtig, es gibt jetzt seit diesem aktuellen Beta-Stand auch eine Demo, die man spielen kann. So, mal gucken. Jetzt erstmal schauen hier, wie es so abgeht. So. Das ist ja alles noch so gleich. Da unten ist liebe Anja. Hallo. Ach, die hat es sogar. Hatte die vorher schon ein Porträt? Bild hier unten. Nee, ne? Geh mal shoppen. Sehr schön. 1200 Gold. Krass. 1400 Gold. Aber es kostet nur 300. 38 Gold. Also ich vermute mal, je höher auch diese Affix-Geschichten hier drauf sind, desto mehr Gold zahlt man. Also deutlich mehr. So, Runes of Shattering kosten jetzt 2000 Gold. Also mal dezent verdoppelt. Okay, und hier so diese grauen Geschichten kosten nur 53 Arm. Also weniger als jetzt hier die in Blau. Beziehungsweise die in Gelb. Okay. Boah. Also muss man echt jetzt gucken hier. So, vom Verzauberungsmenü sieht, glaube ich, alles noch so aus wie vorher. Keine Ahnung, warum die hier drin war. Nehmen wir mal raus. Gut. Okay, von den Items her. Increased Armor and Protections hatte ich auf Handschuhe drauf. Das geht nicht mehr. Schade. Okay, gut. Aber wird sich zeigen, was das so ausmacht. So, guck mal hier in deinem... Genau, Menü... Damage Stats. Defense Stats. Health Gain und Kill. Okay, das ist jetzt hier drin. Melee Damage Leashed as Health. Damage Leashed as Health. Null. Hab ich. Ich hab doch da was auf der. Auf Damage Leashed as Health on Hits. Increased Health Leash. Hab ich doch drauf. Wieso wird das jetzt hier nicht angezeigt? Percent of the damage you deal is returned to your health over 3 seconds. Aber das habe ich auch hier drauf. Guck mal hier. Da ist es. Of damage leech is health on hits. Sowohl hier als auch auf den Ring, ne? Genau. Aber es wird nicht angezeigt. Okay, okay. Gut. Ist hier irgendwas Neues? Mein Efficiency 10. Ich glaube, das war schon, oder? War das? Ich weiß nicht. Bleed Chance, Poison Damage. Aber warum der Poison Damage hier angezeigt wird, separat und nicht irgendwie hier vorne? Weiß ich nicht. Okay. Gut, 4 Potion Slots. Aber ich glaube, das war von den Other Stats. War das schon? Ich weiß nicht. Unique Items picked up 27. Das war schon, genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, guckst du mal hier in deine passiven Geschichten rein. Ja, 82 Punkte gilt es neu zu setzen. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch hier auf den Kittel, was ich drin hatte. Ich glaube, ich hatte den Juggernaut hier komplett ausgebaut. Ich meine ja. Okay, ich muss wieder hier zum Shield Throw hoch. Dann hatte ich, glaube ich, hier Increased Damage per Allocated Point. Ich glaube, das Ding habe ich komplett ausgebaut. Jawohl, Counterattack nicht. Armor Glads. Addition Armor per Increased Armor per Allocated Point. Your melee attacks deal increased damage, but I have increased stun chance. Das hatte ich nicht mitgenommen.
den Iron Master Tee. Genau, die hatte ich auch komplett, glaube ich, ausgebaut. Oder nur bis auf 7. Okay, das heißt, Unlock Mastery Trees. Ich lasse es jetzt erstmal so. Aber ich glaube, das war die Sache, die ich hier Freeze Armor 5 Strength soweit ausgebaut habe. Okay, genau. Shield Throw ist es auch wieder drin. Da muss ich gleich auch mal gucken, wie es hier ist. So, dann Void Knight. Hatte ich ja erstmal. Crystal Schwerpunkt, genau hier. Da die 10 rein. Und ich hatte hier den Critical Strike Multiplier auch drin. Beim Paladin. Oh Gott, hatte ich so viel drin, dass ich hier die Heilige Aura mitnehmen konnte, genau. 15 Level. Was waren das hier? Da hatte ich Fall Damage per Allocated Point, Health per Allocated Point, Armor per Allocated Point. Ich glaube, ich hatte hier die Health-Geschichte. Oder hatte ich hier diesen Fire Damage mit drin? Chris Physical und Fire Damage per Allocated Point. Penetration per Allocated. Das mache ich halt. Aber ich mache jetzt hier erstmal in Health and Increased Armor. Vitality, Increased Healing Effectiveness. Ich glaube, das hatte ich auch noch mit aufgebaut. Beziehungsweise, ich glaube, das hatte ich so auf Stufe 12. Health and Current Blades, Faithful. Ich meine, ich habe es aber nur hier auf die aufgebaut. Ich glaube, das war's. Mehr war, glaube ich, hier nicht drin. Genau, die beiden hatte ich, soweit ich es weiß, ausgebaut. So, Holy Aura ist auch wieder mit dabei und der Rest hatte ich hier in Forge Guard reingepackt, genau. Oh Gott, was war denn das? Das war erstmal hier. Ich glaube, es war hier die Stärke. Erstmal drin. Dann natürlich hier den Throwing Attack Damage. Voll ausgebaut. Was war hier? Stun Chance, Guardian. Ich glaube, die Stun Chance hatte ich auch so weit ausgebaut, weil ich auf Stun draufgegangen bin. Dexterity. Weapon Mastery. Haben die das getauscht? Kann das sein? Küstarte. Das Ding habe ich hier ausgebaut, ne? Wegen der Geschicklichkeit. Lass mal da 5 Punkte rein oder mal gucken. Iron Attunement. Armor per Allocated Point Attunement. Das brauche ich nicht. Reduces Damage. You deal with hits by 2 mana. Okay. Increased melee damage per Allocated Point. I've used a throwing attack in the past 4 seconds. Nein, das hatte ich nicht. Similar per Allocated Point. Inflict bleeding damage. Potion path for Sanger. Increased. Okay, das war die Sache. Increased throwing attack damage per Allocated Point. For each melee attack you've used in the past 4 seconds. Hat ich das mitgenommen? Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich hatte ja meinen Charge hier noch drin, ne? Den ich auch immer auf Cooldown habe. Okay, da erstmal 5 Punkte rein, genau. Dann hier geht's weiter, richtig. Increased Critical Strike. Das haben sie vertauscht. Die haben die Skills auch nochmal anders vertauscht. Das sieht komplett anders aus hier. Health gained on block per allocated point. Health gained on hit per allocated point. Das ist neu. Rotation. The Javelinier ist hier oben. Requires 5 Punkte. Critical Strike Multiplier, genau. Und hier den Powerful Throw. Richtig, genau. Also, war das jetzt 1, 2, 3, 4, 5? Crease been hit in the past 4 seconds relatation. Aber ich würde gerne erstmal hier den die Crit Chance voll ausbauen und dann hier den Jammer als nächstes. Okay. Gut.
Soweit, so gut, ist das jetzt erstmal hier erledigt. Das sieht gut aus. Und jetzt natürlich noch a new skill. Oh Gott, das geht auch noch alles hier hoch zu pushen. Okay, erstmal hier den Hammer Throw. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, hey. Oh Gott, ich habe hier... Genau, das Kosten ist an Mana. Hammer Throw 0, genau. Richtig, ich bin hier hochgegangen. Bin hier hingegangen. Hab das mitgenommen. Und das mitgenommen. Die ausgebaut. Hatte da die Punkte drin. Das mitgenommen. Und dann habe ich hier das noch. Genau. Richtig. Und das meine ich jetzt. Wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie das nicht gefällt, also beim Respec, ne? Man habe ja gesagt, man kann jetzt irgendwie hier einen Punkt separat rausnehmen, ja, und wieder irgendwo anders reintun. Allerdings braucht, wie gesagt, diese Enros Technik braucht 3 Punkte bei Rapid Throw. Ja, das heißt, ich brauche Minimum diese 3 Punkte, um diesen Skill hier weiter zu erlernen zu können. Ja. Das heißt, ich glaube, ich habe Guardian's Seal noch mit 3 Punkten reingeballert. Genau, das war die Sache. Das heißt, ich brauche, wie gesagt, hier bei dieser Note brauche ich Minimum 3, um das weiter nutzen zu können. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel 5 Punkte drin. Ah, gefällt mir nicht, 2 zu viel. Kann ich da die 2 rausnehmen? Nehme ich da allerdings jetzt mehr als dann 2 rauf, sodass es auf unter 3 von 8 fällt, dann fällt auch automatisch dieses Ding hier weg. Beziehungsweise ich glaube, es geht dann hier dieser Punkt nicht mehr weiter zu reduzieren, weil ja, wie gesagt, dieses Ding hier freigeschaltet ist. Okay, Hammer Throw, ich glaube, das sieht soweit gut aus, ne? Ja! Yeah. Yeah! Und er stöhnt immer noch. Wunderbar, das sieht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter hier in den Shield Throw. Haben sie da was Neues gemacht? Mana Coast Barricaded Point. Das war ja die Sache hier. Ich glaube, es hat sich voll ausgebaut. Den da und den da. Dann hatte ich den Ricochet an. Haste. Genau, dann hier das hier auf voll ausgebaut. Und die Stun Chance. Habe ich auch komplett ausgebaut. Base for example, allocated point. Und ich glaube, ich habe hier noch den da. Genau, 3 von 4. Super, dann. Die heilige Aura. Ach Gott, was war das denn? Da hatte ich, glaube ich, hier den Dexterity-Punkt. Genau. Erstmal auf 3. Dann hatte ich hier Fennec. Diesen Fennec. Fennec. Fanatism, genau. Einfaches Wort. Increased Attack Speed. Dann hatte ich hier Reduced Movement Speed, Critical Strike Chance per Arcade Point. Genau, das war die Sache. Und hier den Critical Strike Multiple. Den hatte ich komplett ausgebaut. Das hatte ich auch komplett ausgebaut. Ich glaube, hier den hatte ich soweit. Glaube ich auch, oder? Increase Dodge Chance per Arcade Points. Genau, dann hatte ich hier die Dodge Chance noch mitgenommen. Und hier die Geschicklichkeit. Ich glaube, so war es, genau. Dann den Lang hatte ich auch noch. Da bin ich aber hier in diese Richtung gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Increase Damage und Stun Chance per Arcade Points. Genau. 4, damit ich ihn hier mitgenommen. Ich hatte hier den Ambush mitgenommen. Den Blade Stream. Long also strikes our target. Genau. Und was war es noch? Ich weiß es gar nicht. Die erhöhte Stun Chance auf jeden Fall. Was war es denn noch?
Translate Lung. Lung can observe addition, genau. Health gain broker. Increase damage logger area around. Ich glaube, den habe ich noch mitgenommen, ne? Kann er sein? Okay, auf jeden Fall hier die erhöhte Stun Chance. Health gained on stun per allocated points. Und hier habe ich was gebaut. Komplett genau. Holy moly. Remember for 4 seconds. Third per allocated point. Enemies on full health in your path. Multi. Placate with all the bonuses. Okay. Health gain on crits. Okay, the points. 4 base crit strike chance per okay. Das ist auch cool, ne? Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte diesen erhöhten Schaden in diesem größeren Gebiet, meine ich, mitgenommen. Genau. Metal protection for 4 seconds for each hit. You increase damage per allocated point to enemies in your path. Was war hier? More damage per allocated point to enemies on full health in your path. Okay. To enemies in your path. Auf, also auf meinem Weg dahin kriegen die mehr Schaden. Larger area around the target per allocated points. Okay. For health gained on stun. Enemies in your path get knocked back to metal per allocated point. Okay. Base critical strike chance per allocated points. Landsknechts, auch schön. Aber dafür brauche ich ja einen Polearm. Increase damage taken while longer per allocated point. Ich weiß es gar nicht. Increase armor and stun avoidance per allocated point for 4 seconds after you complete the long. Ich habe keine Ahnung, was ich genommen habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, aber ich mache die Geschichte hier, ne? Oder baue ich es komplett um? Dass ich einfach mehr Schaden auch an den auf dem Weg dahin mache. 2 additional physical damage per allocated point to enemies in your path. Das wäre 100% mehr Schaden per allocated point to enemies in your path. Aber ich Prinzip auf dem Einschlaggebiet. Ich probiere das einfach mal aus. Oder? Aber es hat doch einen erhöhten Cooldown, ne? Cooldown 5. Increase Cooldown Recovery. Ja, genau, das war es noch, ne? Richtig. Das war hier die Geschichte. Ganz vergessen, hey. Genau, Cooldown 3, das macht mehr Sinn. Boah, ich dachte schon. Okay, und natürlich hier am Ende noch Rebuke. Den würde ich aber ganz gerne jetzt rausleveln. Kann ich auf Respect drücken? Remove Skill Point. Remove 7 Point. Okay, Despecialized Skill. Aber den hier. This will remove all skill points and experience from the skill and allow to use them in other. Ja. Ja, oh geil. Oh, okay, super. Denn ich würde natürlich hier, wo ist es? Wo ist es? Komm schon, wo ist denn der? Ring of Shields. Da. Den würde ich reinnehmen. Sehr cool. Okay, da würde ich sagen, guckst du erstmal. Super. Manifest a ring of shields around you, ne? Dass sie rumschweben. Jeder Schild hat 150 Leben und hält für 10 Sekunden. Okay, Shields draw enemy aggression and block projectiles. Das ist schön. Was kann man da denn jetzt machen? Reinforcements. You can create one additional shields per allocated point. Also 2 Schilde mehr. While using Wrath Warpath, your shields spin 50% faster per allocated point. And take 10% less damage per allocated point. Okay, den Skill habe ich nicht.
Also, was sind hier drüben? Every 3 seconds, each shield heals nearby allies for 5 health per located point. Was zum Hochheilen für Verbündete? Gleichzeitig, wenn sie geheilt werden, gibt es auch noch erhöhten Armor und Elemental Protection pro Punkt. Und es gibt noch Block Protections für die Verbündeten. Das ist ja cool. Choose an increased healing effectiveness per located point. Also zum Hochheilen, das ist ja geil. So als Heiler. Schön, okay. Shields heal you for 50% per located point when they die. Das heißt 250 HP. Es sind insgesamt, ich glaube, es waren im Grundding 3. Das heißt, mit denen wären es 5. Das heißt, 5 mal 250 HP. Das ist einiges. Wenn es jetzt jeweils um 50 hochstackt, natürlich. Was denn hier? Collateral Damage. Shields shatter into shrapnel when they die, dealing physical damage to surrounding enemies. 100% erhöhte Stun Chance und Collateral Damage per Allocated Point. Okay. Mana Cost reduced by 3 per Allocated Point. Was hat denn das Ding jetzt gerade mal drin? Warte mal, da muss ich erstmal gucken. Ich hatte es ja auf Q gesetzt. So, Mana Kosten 28. Cooldown 14. Okay. Das war das. Das heißt hier, Mana Cost reduced per Allocated Point. Also um 15, wenn ich es recht sehe, würde es runter auf 13 gehen. Your shields have 10% reduced health per allocated point. Aber auch weniger Leben. Okay, was kann man hier machen? Defensive shields. Block chance per allocated point if you have cast Ring of Shield recently. Also gibt es dann 25% mehr Block chance, okay. Rush wall. When using shield rush, shields all congregate in front of you, increasing the arena you hit while rushing. Okay, also die sammeln sich dann vor mir, oder wie habe ich das zu verstehen? Okay, und was ist hier? Iron Form. You cannot move, use abilities or take damage for 1 second after casting Ring of Shields. Das heißt, ich caste das Ding, kann mich eine Sekunde lang nicht bewegen. Okay. Heavy Burden. Shields have a 34% chance to slow enemies per allocated point when hits. Okay. Pulsing Shields. Shields per kill push enemies away from you. drück Gegner weg. Was hier? Banding. Shields have 20% increased health, armor and protections per allocated point. Okay. Wie geht's hier weiter? Enduring Defense. Ring of Shields lasts 2 seconds longer per allocated point. Also insgesamt 6 Sekunden länger. Das heißt dann 16 Sekunden, wenn man das mitnimmt. Consuming a potion also heals your shields. Ah, okay. Und Shield Spike. Shields reflect 10% of damage taken to attackers. Okay. Molten Shields. Shields take 50% less fire damage. 100% of damage that shields deal is converted to fire. Collateral damage ignites enemies. Das war, wo war collateral damage? Wo waren das jetzt mit dem collateral damage? Warte mal, hier drüben. Okay. Okay. Melee fire damage per located point if you've cast Ring of Shields recently. Okay, touched by fire. Immolation shields now deal fire damage over time to surrounding enemies. Fire spin shields deal 50% more damage per located point and rotate 15% faster around the player per located point. Also, schadenmachende Schilde, das klingt cool, muss ich sagen. Was ist hier oben? Bastion shields rotate around you. From 20% further away per allocated point. Displacement shields at your cursor. Shields at your cursor and do not follow you but have
100% increased health. Okay. You create one additional shield per allocated point. Das heißt, die kreisen um mich herum, oder wie? From 20% further away, das ist okay. Shields at your curse. Shields at your cursor. And do not follow you, but are increased health. Das heißt, ich kann die sozusagen vor mich hinsetzen. Okay, aber die folgen mir nicht mehr. Nee, das will ich nicht. Aber ein weiteres Schild. Okay. Also irgendwie. Manaco is reduced by 3 per allocated point. Wäre schon mal eine nette Sache, ne? Aber auch hier die Geschichte mit den, mit dem Damage finde ich eine geile Sache. Fire damage to allocated points. Cause Ring of Shields recently. Collateral damage ignites enemies. Shields heal for per allocated point when they die. Da brauche ich nur 2 Punkte. Ist ja die Sache. Ignites enemies. Ich glaube, ich mache hier diesen Damage Shield. Da hätte ich echt Bock drauf. Ist halt jetzt die Sache, wie ich hier rein investiere. Auf jeden Fall diese reduzierten Mana-Kosten. Haben aber auch weniger Leben, ist ja die Sache. Also diese reduzierten Mana-Kosten um 3, also um 15, also runter hier auf 13, Cooldown ist bei 14 Sekunden, ist ja die Sache. Und nochmal ein Schild mehr. Oh Gott, ich weiß, ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Ob das wirklich hier lohnt, diese reduzierten Mana-Kosten. Ich probiere es einfach jetzt mal. Cooldown 14. Ist ja die Sache, wie lange hält der? 10 Sekunden. Das heißt, ich hätte da noch 4 Sekunden, die ich irgendwie überbrücken muss. Aber es sollte ja gehen, ne? One additional shield per allocated point. Ich glaube, das lasse ich hier mal weg. Ich mache wirklich jetzt erstmal hier diesen weiteren Schild erstmal. Gehe dann hier in diese Rotation rein. Das gibt nochmal ein Schild mehr. Das heißt, das Ding gibt mir 2 Schilde. Das Ding gibt mir nochmal 3 Schilde. Das heißt, ich habe insgesamt 5 Schilde mehr zur Verfügung. Als es jetzt schon ist, oder wie? Okay, das heißt, es wären dann 5 Punkte hier, 3 Punkte da. Also 5, 8, 10 Punkte. Und dann habe ich noch weitere 10 Punkte, um hier hinzukommen. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Und da müsste ich hier noch 4 Punkte reinsenden. Ich probiere es einfach mal, ob das was bringt. Also, erstmal Shields rotate you from 12. Diesen weiteren. Ich mach das erstmal, oder? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Diese 2 mehr Schilde, oder hebe ich mir die Punkte lieber auf und spam die noch hier rein in Banding. Wegen der erhöhten Leben, Armor und Protections. Ich probiere es erstmal hier nur mit diesen 3 Schilden. Also erstmal ersten Punkt hier im Bastion. Und dann würde ich sagen, caste das Ding mal. Ja, cool. Okay, dann 3 Schilde. Sind es vom Grund her. Wären dann, soll ich das doch mitnehmen, 3 Schilde von Grund auf wären 5 Schilde, wären mit denen 8 Schilde. Klingt cool. Beziehungsweise nur 6 Schilde. Wenn ich das hier mitnehme. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal soweit hier von diesem ganzen theoretischen Rumgequatsche gewesen sein. Und würde sagen, ich mache jetzt erstmal direkt die Story weiter. Da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ja, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.